Willkommen beim Video. Wir reden über ein wunderbares Thema, und zwar die Paragraphenkette in der Buchführung. Ich stelle immer wieder fest in meinen Kursen für Steuerfachwirte, für Bilanzbuchhalter, dass es natürlich darauf ankommt, die Paragraphenkette zu kennen, und zwar handelsrechtlich als auch steuerrechtlich, und zwar zum Beispiel hier in so einer ganz wichtigen Frage wie dem Ansatz, dem Ausweis und der Bewertung im Rahmen eines Kaufs, beispielsweise einer Maschine. Das heißt, wir kaufen uns eine Maschine und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ansatz, Ausweis, Bewertung. Das sind ja immer die großen Fragen, um die es geht. Fangen wir mit dem Ansatz an. Da gibt es den Paragraphen 246 Absatz 1 Satz 1. Ne? Schlagen Sie ihn ruhig mal auf. Schlagen Sie jetzt richtig mal auf und gucken sich das an, was ich Ihnen hier erzähle, damit Sie das alles schön nachvollziehen können. Also, Paragraph 246 Absatz 1 Satz 1. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und so weiter zu enthalten. Das ist die Standardvorschrift für den Ansatz, das Vollständigkeitsprinzip. Damit sollten Sie also loslegen, wenn es hier um die Frage geht, kommt eine Sache dann überhaupt rein in die Bilanz. So, und natürlich mit dem Ansatz ein- oder zusammengehörig ist 247 Absatz 2, nämlich es geht um die Frage Anlagevermögen oder Umlaufvermögen. Was würden Sie sagen, ist der Unterschied? Ich sage Ihnen, 95% der Leute machen das falsch. Sie gehören natürlich nicht dazu, ja? Aber was würden Sie sagen, wo liegt der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen? Und wer jetzt denkt, ja, Anlagevermögen langfristig, Umlaufvermögen kurzfristig, alles klar, der denkt falsch. Der denkt nicht ganz hundertprozentig richtig. Schlagen Sie bitte mal auf 247 Absatz 2, Handelsgesetzbuch. Was steht da? Ja. Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die bestimmt sind. Und jetzt, Achtung, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dauernd zu dienen. Und dauernd heißt nicht langfristig. Es kommt auf die Zweckbestimmung an. Es kommt nicht auf die Dauer der Zurverfügungstellung an, hier in dem 247 Absatz 2 Handelsgesetzbuch. Ne? Das heißt, wenn Sie sich eine Maschine kaufen, um sie nicht am anderen Morgen wieder verkaufen zu wollen, Sie also nicht mit Maschinen spekulieren, sondern diese einsetzen möchten in Ihrem Betrieb, dann haben Sie sich die Maschine gekauft, um dauernd, damit sie dauernd dem Geschäftsbetrieb dient. So sieht's aus. Ne? Das Ganze handelsrechtlich und natürlich hier das Maßgeblichkeitsprinzip steuerrechtlich, damit diese Maschine auch steuerrechtlich zu aktivieren ist. Denn wir müssten jetzt schauen, gibt es irgendeine Spezialvorschrift im ESTG, die dem Ansatz dieser Maschine entgegensteht, und weil dem nicht so ist, sofern dem nicht so ist und weil dem nicht so ist, muss das auch dann in die Steuerbilanz rein. So sieht's aus. Na schön. Gut. Machen wir weiter. Nach dem Ansatz kommt der Ausweis. Der Ausweis will sagen, Ausweis ist die Frage, wo kommt etwas in die Bilanz? Und da schauen Sie richtig mal in den 266er. 266er ist der Megaparagraph, der hier sich um den Ausweis kümmert. 266, wir müssen natürlich auf die Aktivseite der Bilanz, wenn wir uns diese Maschine zulegen. Anlagevermögen. Ne? Wir hatten ja gesagt, 247 Absatz 2, Anlagevermögen, weil die Maschine dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Also 246 Absatz 2, Aktivseite. Dann lateinisch A, Anlagevermögen, nicht etwa lateinisch B, Umlaufvermögen. Da fangen schon die Probleme an. Ne? Will sagen, wenn Sie den Fehler gemacht haben sollten vorher oder das eben nicht richtig auseinanderhalten mit lang und kurzfristig, mit dauernd, nicht dauernd etc., dann könnte hier schon natürlich der Fehler sich fortpflanzen. Ne? Und insbesondere bei der Bewertung ist es dann ein Unterschied zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederswertprinzip. So, wo war ich? Also hier römisch 2, lateinisch A, weil hier das Anlagevermögen. Dann römisch 2 Sachanlagen. Ah ja, arabisch 2 technische Anlagen und Maschinen. Ne? Ja, so sieht's doch aus. So ist das doch. Will sagen, unter diese Position müssen wir das Ganze dann hier fassen. Und achten Sie bitte genau darauf, in Prüfungen zum Bilanzbuchhalter, zum Steuerfachwirt, ne, sollten Sie das ganz genau hier zitieren. Je genauer Sie das zitieren, umso besser für Ihre Prüfung. So. Nach Ansatz und Ausweis, Entschuldigung, kommt die Bewertung. Und die Bewertung besteht aus der Erstbewertung und der Folgebewertung. Erstbewertung heißt 253. Die Mutter aller Bewertungsparagraphen, 253, bitte mal aufschlagen, HGB. 253, da steht nämlich, Absatz 1, Satz 1,
Vermögensgegenstände sind höchstens mit den AKHK vermindert, um die Abschreibung nach Absatz 3 bis 5 anzusetzen, will sagen, um die außerplanmäßigen als auch die planmäßigen Abschreibungen hier zu vermindern. Ne? Das heißt, natürlich ist schon in Satz 1 auch direkt die Folgebewertung dann mit drin. Aber hier für die Erstbewertung also bitte immer den zuerst mal zitieren. Das Höchstwertprinzip AKHK werden dort erwähnt. Und dann 255 Absatz 1 Anschaffungskosten, Absatz 2 Herstellungskosten. Und bitte niemals Herstellkosten schreiben im externen Rechnungswesen. Ne? Dann direkt hier, können Sie direkt den Prüfungssaal verlassen, direkt auf Los zurückgehen, wie beim Monopoly spielen. Herstellungskosten im externen Rechnungswesen, Herstellkosten im internen Rechnungswesen in Kostenrechnung. So, und da wir uns die Maschine hier kaufen, reden wir natürlich von Absatz 1 und nicht von Absatz 2. Dann geht's los mit dem steuerrechtlichen Paragraphen. Da den Paragraphen 6 bitte aufschlagen. Paragraph 6, Absatz 1, Nummer 1. Man beachte, dass da kein Satz steht, ne, weil offensichtlich der gesamte Absatz 1 nur aus einem Satz besteht. Ist das der Hammer? Dieser gesamte Absatz 1 ist ein einziger Satz. So, aber darüber wollte ich gar nicht reden. Nummer 1, Satz 1. In Nummer 1 gibt es unterschiedliche Sätze und dort in Satz 1 der Nummer 1 steht: Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, sind mit den AKHK anzusetzen und so weiter, vermindert um irgendwas. Will sagen, das Steuerrecht sieht es wie das Handelsrecht, hier Erstbewertung mit AKHK. Das also hier zur Paragraphenkette. Dann geht es weiter. Und zwar hier, ne, mit der Folgebewertung. Wir haben, jetzt wieder zum Handelsrecht zunächst mal, wir haben den Paragraphen 253 Absatz 3 dann jetzt hier zu erwähnen, weil Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und so weiter sind AKHK, um planmäßige Abschreibungen hier zu vermindern. Das heißt, wir reden zunächst mal über die planmäßigen Abschreibungen und dann erst die außerplanmäßigen Abschreibungen. Wenn also es sich hier um etwas Abnutzungsfähiges handelt, dann haben wir planmäßige Abschreibungen, die wir hier berücksichtigen müssen. Und das steht natürlich auch dann im Steuerrecht, will sagen hier handelsrechtliche Paragraphen, steuerrechtliche Paragraphen, Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1, da stand ja, sind mit den AKHK und vermindert um die Absetzung für Abnetzung, Abnutzung und so weiter anzusetzen, will sagen auch hier die Maßgabe, planmäßig abzuschreiben. Und dann kommt's. Im Katastrophenfall, ja, will sagen nichts Planmäßiges, sondern etwas Außerplanmäßiges, Absatz 3, Satz 3, HGB im 253er, jetzt geht's los. Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Ne, will sagen, ohne Rücksicht darauf, ob die Nutzung zeitlich begrenzt ist. Wenn also auch die Nutzung unbegrenzt ist, selbst dann muss außerplanmäßig abgeschrieben werden. Will sagen, die außerplanmäßige Abschreibung ist nicht an die planmäßige, nicht an die Existenz von planmäßigen Abschreibungen gekoppelt. Ist das? Ja, das ist wichtig. Merken Sie sich das. So, also hier außerplanmäßige Abschreibungen sind dann anzusetzen. Bei, Achtung, voraussichtlich dauernder Wertminderung, das nennt sich das gemilderte Niederswertprinzip. Im Anlagevermögen sind wir beim gemilderten Niederswertprinzip. Das heißt, nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung muss dann hier abgeschrieben werden, außerplanmäßig. Achtung, immer den auch beachten. Natürlich nicht hier zu schreiben, wenn es sich um die Maschine dreht, denn 253 Absatz 3 Satz 4 redet ja über das Finanzanlagevermögen. Ich schreibe das trotzdem dabei. Ich habe mir erlaubt, das hier trotzdem dabei zu schreiben. Das dürfen Sie nicht in der Prüfung, weil es ja hier um eine Maschine geht. Aber ne, achten Sie, haben Sie bitte den Satz 4 immer im Hinterkopf. Der ist nicht unwichtig. Nämlich bei Finanzanlagen ist das ein bisschen anders. Da ist das, da steht ein Können. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Ne, will sagen, Satz 3 redete von der voraussichtlich dauernden Wertminderung und der Satz 4 nimmt auch die voraussichtlich nicht dauernde Wertminderung dann zusätzlich hinein, aber das nur bei Finanzanlagevermögen. So, ne, so sieht's aus. Und hier steuerlich bitte den Satz 2 dann noch beachten und da ist wiederum ein kleiner Unterschied, nämlich der Satz 2 redet ja hier
Davon ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. Steuerrecht redet von kann, nicht von muss. Das HGB redete von muss, das Steuerrecht aber von kann. Und jetzt kommt es natürlich dann darauf an, ne? Handelsrecht sagt muss, Steuerrecht sagt kann. Jetzt kommt es darauf an, ob hier, wie die Spielregeln Ihrer Hochschule sind oder wie die Spielregeln der Industrie- und Handelskammer sind oder halt, ne, bei welcher Prüfung auch immer, Steuerfachwirt etc., ob eine Einheitsbilanz aufgestellt werden muss. Will sagen, bei einer Einheitsbilanz, ja, wenn in der Handelsbilanz eine Abschreibung vonnöten ist und die in der Steuerbilanz gemacht werden kann, so muss der Prüfling die dann natürlich auch machen, weil ja Steuerbilanz wie Handelsbilanz erstellt werden soll. Alles klar. Schließlich und endlich der Absatz 5 des Paragraphen 253 HGB, nämlich die mögliche Zuschreibung. Die Zuschreibung, Achtung, kehrt nur die vorhergehende außerplanmäßige Abschreibung ins Gegenteil um. Will sagen, hebt diese dann wieder auf. Nicht eine vorhergehende planmäßige Abschreibung. Ne, nur außerplanmäßige Abschreibungen werden hier im Rahmen dieses Absatzes 5 zurückgenommen. So sieht's aus. Das war die schöne Paragraphenkette. Ne, das alles für Ihre Prüfung äußerst wichtig und so das Ganze auch nochmal in unseren Online-Kursen bei www.bibukurse.de und natürlich in den Crashkursen auf daniel-lombeer.de, Crashkurse für Bilanzbuchhalter, für Steuerfachwirte etc. etc. Viel Spaß beim Lernen dieser schönen Zusammenhänge.